Was sind die Kosten im T-Shirt-Business, wenn du damit neu anfängst? In diesem Video will ich dir mal darlegen, ganz transparent, wie ich damals angefangen habe. Das nehme ich jetzt mal als Fallbeispiel und was alles an Kosten so auf dich zukommen werden. In den Kursseiten oder in manchen Kursen, die halt online angeboten werden, wird oft erzählt von kleinen Beträgen oder ja, einem kleinen Budget, was du brauchst. Allerdings ist es halt so, was für den einen ein kleines Budget ist, vielleicht ist derjenige ein riesen Internetunternehmer mit 20.000, 30.000 Euro monatlich, da ist es für den Studenten sicherlich nicht ein kleiner Betrag und deswegen dachte ich mir, ich lege das jetzt einfach mal ganz offen da. Fangen wir an. Wenn du boxen kannst, heißt es nicht gleich, dass du mit Muhammad Ali in den Ring steigen kannst. Deswegen habe ich, bevor ich mit dem T-Shirt-Business anfange, mir erstmal einen Kursus gebucht. Und zwar diesen Kursus, der hat sich spezialisiert auf Ad-Geschichten. Der hat mich damals gekostet 200 Euro. Gut, ich hatte keine Ahnung, dementsprechend macht es natürlich auch Sinn, sich erstmal mit der Materie zu beschäftigen und da einen groben Überblick zu kriegen, bevor die Konkurrenz einen halt stehen lässt. Als nächstes hat dieser Kursus halt vorgesehen, dass ich einen Designer beauftrage, der mir ein Design erstellt. Und dieses Design hat mich gekostet 15 Euro pro Stück. Jetzt ist es so, dass du natürlich nicht diese 15 oder ein Design dir nur erstellen lassen wirst. Wir gehen jetzt einfach mal davon aus, du lässt dir 4 Designs erstellen. Dann hast du 4 mal 15 Euro. Gut, mache ich gleich immer schon das drunter. Und du siehst, 15 Euro klingt jetzt nicht viel, aber wenn du das Ding schon mal oder die 4 allein addierst, bist du schon mal bei 60 Euro. Wupp. Jetzt schreibe ich nochmal zu, hier 4 Designs. Okay, das kann man jetzt schlecht lesen. Ja. Ihr wisst, was ich meine. Als nächstes wollen wir diese Designs natürlich bewerben mit einer Facebook-Ad. So, da wird überall erzählt, dass ihr nur 5 Euro einsetzt. Ja, das mit den 5 Euro ist schon richtig, aber da muss noch dazu gesagt werden, dass es halt per Zielgruppe ist. Das heißt, ihr könnt dieses Design an eine Zielgruppe ausspielen. Nehmen wir jetzt mal ein Beispiel, ihr macht ein Gitarrendesign, lasst euch erstellen für 15 Euro und schaltet jetzt mal die Ad auf Gitarrenhersteller. Dann kann es sein, dass die Sache gut läuft, schlecht läuft, ja, weiß man nicht. Es gibt aber auch noch den Weg, dass du sagst, okay, ich muss jetzt nicht Gitarrenhersteller, ich kann auch die Musiker direkt, dass ich jetzt spezielle Gitarristen targetiere oder dass ich bestimmte Musikhäuser targetiere. Das Ding ist jetzt, wenn du bei den Musikhäusern den Erfolg hättest und bei den beiden nicht und du schaltest nur die oberen beiden, dann denkst du natürlich, dein Design ist Mist, es funktioniert nichts und die lässt die ganze Sache widerlegen. Das heißt, du hast diese 15 Euro umsonst ausgegeben. Wenn du das jetzt auf Masse machst, ist es natürlich logisch, dass deine Chance höher ist zu verlieren, wenn du nicht viele Sachen ausprobierst. Das heißt, du wirst sicherlich mindestens 3 Anzeigen schalten und damit werden diese 5 Euro nämlich erstmal schon mal 3 gerechnet. So, wir machen jetzt das Ganze mal, sage ich mal, hoppla, ich schreibe das nochmal ein bisschen neuer, dann sieht das ein bisschen halbwegs übersichtlicher aus. Mein ehemaliger Mathelehrer wird sich freuen. 5 mal, sage ich jetzt mal, 3 mal 3 Adsets. Dann haben wir insgesamt die 15 Euro auch nochmal zusammen. So, jetzt ist es so, wir haben, okay, dieses Adset haben wir jetzt 15 Euro hier, jetzt haben wir 15 Euro beim anderen, 15 Euro da und 15 Euro da. Kann man sich wieder denken, das zusammengerechnet sind halt auch wieder 60 Euro. Die Sache ist die, jetzt kann es natürlich sein oder wird es sicherlich sein, wenn ihr nur 4 Designs macht und davon sind die 4 Designs jetzt nicht gerade der optimale Superkiller, der jetzt wirklich euch den Anzeiger durch die Decke haut, dann kann es natürlich sein, ihr verkauft gar nichts. So, damit wären jetzt 120 Euro weg. Jetzt gehen wir einfach mal davon aus, dass ihr in den ersten 4 Designs kein Treffer landet. Dann habt ihr 120 Euro ausgegeben.
Als nächstes kommt natürlich dann die Frage, dass ihr denkt, okay, vielleicht liegt es an den Werbebildern. Also was macht ihr? Ihr geht auf Placeit und bestückt eure Designs mit Modelbildern, dass ihr die halt auf Models projiziert. Das kostet euch pro Bild nochmal 5 Euro. Jetzt machen wir das mal so, ihr habt gesagt, okay, die Designs waren vielleicht auch Mist. Jetzt kannst du sagen, okay, ich nehme dieselben Designs nochmal und probiere es nochmal. Aber die Erfahrung zeigt halt, dass die meisten Leute dann sagen werden, na, wenn hier schon alles irgendwo nicht funktioniert, dann lasse ich mir nochmal neu erstellen. So, jetzt fängst du wieder an, dir 4 Designs erstellen zu lassen und bestückst das Ganze noch mit einem Model. Jetzt sind wir nicht mehr bei 15 Euro, jetzt sind wir schon bei 20 Euro. Und deswegen mache ich jetzt einfach mal hier nochmal die 5 Euro dazu. Upsa, wird immer unleserlicher. Und das wären halt insgesamt nochmal 20 Euro plus. Also minus in diesem Falle, dass du es nochmal ausgibst. Das heißt, wenn ich dann hier nochmal, das sind die beiden, wenn ich das Ganze jetzt nochmal mache mit Modelbild und Ad-Anzeige, dann wird es natürlich noch teurer. Dann habt ihr halt wieder eure 120 Euro plus die 20, habt ihr schon 140 Euro. Jetzt ist es so, also wir machen mal hier unseren Stand, den ihr jetzt allgemein für 8 Bilder ausgegeben habt. Das sind halt die, was war das jetzt, 260 Euro für 8 Designs. Jetzt müsst ihr überlegen, wenn ihr so ein Design mit 10 Euro Gewinnmarge selbst macht, könnt ihr schon überlegen, müsst ihr 26 T-Shirts erstmal verkaufen. Wenn ihr das nicht tut, geht ihr erstmal ins Minus. Dann gibt es den größten Fehler, den man machen kann, und zwar die Modelbilder. Nicht die Modelbilder, sondern die Lizenzen. Es kann nämlich sein, ich mache jetzt extra das in Rot, weil ihr das nicht machen sollt unter keinen Umständen. Es gibt die Möglichkeit, dass ihr in diesem ganzen Konstrukt natürlich sagt, okay, man weiß es nicht, liegt es an dem Design an sich, an der Werbeanzeige, an Modelbild, liegt es vielleicht an dem, dass jetzt zufällig der Postbote hat geklingelt, Vorgang wurde beim Kaufvorgang halt abgebrochen oder was auch immer. Da gibt es tausende Faktoren oder, naja, nicht tausende, aber es gibt mindestens 20 Faktoren, die da reinspielen, ob ihr verkauft oder nicht. Dann gibt es halt die Möglichkeit, dass ihr sagt, okay, ich will mein Design doch ein bisschen abheben und kaufe mir wirklich eine Lizenz. Und die Lizenzen sind schweineteuer. Die sind nämlich von 75 Euro bis im Schnitt so 110, sind die guten Lizenzen mit richtigen Nachweisen. Das schreibe ich jetzt nochmal neu, damit man das besser sehen kann. Also 75 Euro oder halt 110 sind halt so die Preise. Ihr kriegt diese Bilder natürlich auch noch auf anderen Portalen günstiger, aber die meisten Leute werden zu Anfang zu Deposit-Fotos, Shutterstock und Co. halt gehen und da werdet ihr halt pro Lizenz, pro einem Bild, was ihr hier schon für 15 Euro, sag ich mal so, halb habt, weil da muss dann nämlich auch aufpassen, wenn ihr nämlich einen Designer beauftragt, euch einen Design zu erstellen, habt ihr natürlich nicht das Recht, dieses Design was oder die Elemente, die in diesem Design vorhanden sind, auch zu benutzen. Das heißt, wenn dieser Designer jetzt irgendwie von einer kostenpflichtigen Website ein Design euch da reinbindet, sage ich jetzt mal, ihr lasst euch ein Pferdedesign erstellen und ihr kriegt ein Bild von Deposit-Fotos, dann könnt ihr dieses Bild nicht verwenden, weil dieses Bild unter einer erweiterten Lizenz ist. Und diese erweiterte Lizenz kostet 75 Euro, die müsstet ihr dann sowieso nachkaufen, damit ihr das halt verwenden könnt. Und damit wärt ihr halt schon bei 90 Euro für dieses Design, damit ihr das verwenden könnt. Das macht natürlich die ganze Sache extrem teuer. Und da muss man halt wirklich aufpassen, wo man hingeht, sage ich mal. Es gibt auch andere Möglichkeiten. Also ich habe jetzt wirklich angefangen, also ich habe es zu Anfang so gemacht, ich habe mir mehrere Designs erstellen lassen, ich habe das auf mehreren Ad-Gruppen gemacht, weil ich gesagt habe, irgendwo muss es vielleicht am Targeting liegen, dass es nicht klappt. Dann habe ich Modelbilder probiert, die habe ich wieder weggelassen
Ganz einfacher Grund, weil die Anzeige oder sage ich jetzt mal so, die Fläche von dem Model war mehr als das Design, wo das halt klein drauf war. Deswegen habe ich es da gelassen. Und ja, wie gesagt, also wenn ihr jetzt damit ganz einfach anfangen und wirklich nur 8 Designs euch erstellen lasst, seid ihr schon bei 260 Euro plus den Kursus, dann habt ihr halt schon mal Gesamtausgaben halt von 460 Euro, was ja schon fast ein Tausender ist. Hoppla, das sieht jetzt aus wie eine 6. Was ja schon fast ein halber Tausender halt ist. Und das sollte man halt nicht unterschätzen. Das heißt nicht, dass man im T-Shirt-Business nicht auch anders anfangen kann. Weil jetzt kommen wir nämlich zum ganzen System, was ich halt fahren werde. Was ich halt mir angewöhnt habe zu machen, und das funktioniert sehr, sehr gut. Und das will ich halt auch jetzt euch zeigen. Das heißt, wir verzichten erstmal auf die Designer, weil die Designer, sage ich mal, du musst einschätzen können, was dieser Designer überhaupt macht. Das heißt, diese 15-Euro-Designs sind zum Teil eigentlich nur eine Hauptgrafik, die in die Mitte geknallt wird. Ein Text wird drüber und drunter geschrieben, der wird gebogen und vielleicht noch einen Rand drumherum. Diese ganze Sache ist, ein Textbiegen ist eine Sache von 4 Klicks oder 3 Klicks. Und eine Sache da reinziehen, sage ich mal so, ist jetzt auch nicht unbedingt die größte Arbeit. Diese 15 Euro könnt ihr euch sparen, weil ihr euch das selber machen könnt. Das nächste ist, Modelbilder sind sowieso Quatsch, weil einfach, wie gesagt, die Fläche des abgebildeten Motives ist halt zu klein. Also fallen die Dinger auch raus. Lizenzen sowieso vergessen, weil das ist einfach mal viel zu teuer. Ihr könnt lernen, so eine Sachen selber zu erstellen. Also, dass ihr wirklich sagt, nicht nur ich lerne es, was macht es an Arbeit, so ein Design zu erstellen, sondern auch, was brauche ich, um so eine richtig coole Grafik zu erstellen. Ich rede jetzt nicht von diesen, oder ich zeige es euch sowieso, ich zeige euch alles, also von den kleinen Sachen bis zu den, sage ich jetzt mal so, Profi-Drawings, Zeichnungen, werde ich euch halt zeigen, wie ihr diese Vektorgrafiken auch erstellen könnt. Das nächste ist die Ad-Geschichten. Ads solltet ihr eigentlich nur nicht als Anfänger machen, weil das Ding ist, wenn ihr, klar, man muss irgendwo anfangen, aber ihr solltet erstmal Einnahmen haben. Also ich habe ein bisschen anderes System, dass ich halt sage, okay, bevor ihr halt Geld ausgebt, solltet ihr es erstmal einnehmen, weil sonst rattert ihr doch in Minus. Ihr wollt doch was probieren, was euch zusätzlich was gibt und nicht, was euch, sage ich mal so, auch schädigen könnte. Sache ist so, verliert ihr halt nichts, vergesst die Ads, das macht man erst, wenn man Einnahmen hat, dann kann man da rumspielen, da werde ich auch noch ein bisschen was zu machen. Ich bin jetzt noch nicht der Experte und lasse es auch komplett raus und werde auch da auch keine Tipps geben, weil ich einfach davon von Ads bis jetzt noch keine Ahnung habe. Das ist ja hier mein erstes Video zu diesen ganzen Modellen, sage ich mal. Was ich aber allerdings schon verraten kann, ist, ich bastel gerade an einem Kursus, den ich nicht für so einen Monsterbetrag hier raushauen werde, sondern halt wirklich für schmalen Taler für einen Studenten. Ich werde auf YouTube hier alles noch, die meisten Sachen, sage ich jetzt mal so kostenlos halt reinstellen. Ihr könnt damit ein gutes Nebeneinkommen schon generieren. Wer denn richtig durchstarten will und sagen will, okay, pass auf, ich sehe, das funktioniert, was der da macht. Ich habe es jetzt selber probiert. Ich will es jetzt großziehen, dann kannst du nachher mal gucken, wenn ich meinen Kurs raushaue, was da für dich noch dabei ist. Kein Zwang, du kannst es bei YouTube, sind die meisten wichtigen Sachen halt bei. Die größten Tipps, sage ich jetzt mal so, was wirklich für die Verkaufs ist von Designerstellung, also womit du dich halt von Konkurrenz, sage ich mal, abhebst, und so ein paar kleine Tricks, die sind halt alle dann später noch in dem Kursus drin. Ich hoffe, dieses Video hat dir jetzt erstmal so einen groben Überblick über die ganzen Kosten gegeben, was so auf dich zukommen wird. Sache ist, was ich jetzt natürlich noch vergessen habe, sind zusätzliche Kosten. Das heißt, du musst natürlich auch damit rechnen, wenn du jetzt sagst, ich lasse den ganzen Quatsch weg, upsa, kannst du das natürlich auch machen, dass du sagst, okay, ich brauche jetzt natürlich ein Fotoprogramm. Also du brauchst irgendein Programm, womit du arbeiten kannst. Weil wenn du halt Designs erstellen willst, oder sage ich jetzt mal, Designs sind ja deine Materialien, mit denen du arbeitest, da brauchst du halt ein Programm.
Und diese Programme sind zum Teil entweder halt kostenlose Schiene oder halt sie sind halt kostenpflichtig. Und bei kostenpflichtig ist es halt so, ich zahle so, ich müsste jetzt nochmal nachgucken, ich glaube 20 Euro, also das ist ein Mini-Betrag. Und im Prinzip ist es auch egal, sage ich jetzt mal so, 20 Euro, ich will das Kostenpflichtige halt haben, weil da halt Funktionen noch bei sind, die ich ziemlich cool finde und weil ich damit halt wirklich extrem gut arbeiten kann. Man braucht es absolut nicht. Ihr könnt es mit jedem anderen kostenlosen Programm auch machen. GIMP ist kostenlos. Kann ich euch nochmal hier zuschreiben oder so. GIMP wird das geschrieben. Das ist kostenlos. Da könnt ihr halt quasi auch ziemlich viel machen. Hier ist allerdings, also ich benutze hier den Illustrator von Adobe und den könnt ihr euch, müsst ihr euch mal googeln. Also ich mache hier nichts mit diesen komischen Links da, was die da alle machen. Noch nicht. Ja, also wie gesagt, ich benutze den Illustrator von Adobe und damit kann ich halt ziemlich coole Sachen halt machen. Ist keine Pflicht, ihr könnt machen, was ihr wollt. Also das wären theoretisch die einzigsten Kosten, die ihr denn haben würdet, wenn ihr das halt so macht wie ich jetzt auf meinem Kanal hier. Und das ist wirklich vertretbar, weil ihr werdet halt wirklich, also sage ich mal, diese 20 Euro, das ist geschenkt. Also das ist, weil ihr werdet ja, wenn ihr wirklich da dran bleibt, werdet ihr ziemlich gute Umsätze fahren. Ja, dann hoffe ich, dass dir das Video gefallen hat. Wäre cool halt, wenn du mal ein Like oder einen Kommentar da lassen würdest, halt mit vielleicht Vorschlägen oder wenn, was heißt Vorschlägen, also mit irgendwelchen Fragen, die du vielleicht hast, dass ich da halt genauer noch ein bisschen drauf eingehen kann.